Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blade and Soul. Ja, wir befinden uns hier in der unreinen Grotte mit unserer kleinen Lynn in einem sehr coolen Outfit. Und wir wollen mal gucken, was das heute hier bringt. Wir müssen die Dame in Schwarz finden und die soll sich hier befinden. Ja, ich wollte nicht sagen, dass ich gespannt bin. Das wollte ich mir abgewöhnen. Aber ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob die Frau das ist, was ich denke, was sie ist, oder wer sie ist, besser gesagt. Nämlich eine von denen, die unser Lager angegriffen hatten, die Schule angegriffen haben, um besser zu sagen. Ich könnte es fast schwören. Wer soll es sonst sein? So. Kurzen Prozess machen wir hier mit dem Finsterblick Orgerit. Orgerit klingt ein bisschen seltsam. Ach, dann macht das schon. Ach, gibt's hier was? Ach nee, das war nur von weiter weg meine Attacke, die ich hätte machen können. Ja, wir müssen auch tatsächlich wirklich jeden erledigen, weil ich denke, die werden sonst nachkommen und uns angreifen. Die sind ja schon recht groß und da denke ich, ja. Zack. Oh, es ist so schön, jetzt mit ihr zu kämpfen. Oh, ich hätte zuerst die Katze schicken sollen. Das war vielleicht doch eine dumme Idee. Aber die sind ja doch eigentlich recht einfach. Und Flöckchen ist mega gut drauf. Flöckchen kann ordentlich kämpfen. Also sollte das eigentlich kein Problem hier sein. Da, da ist doch schon... Das ist sie doch. Das ist die in Schwarz. Ist sie das? Diese eine komische? Ja, Ying So Jung. Das ist sie doch. Oh. Was ist das? Ich kann V drücken. Das Kätzchen kann ich drücken, okay. Hallo? Was ist passiert? Sieht aus wie so eine Schlafblume oder irgendwas, was mich gefesselt hat. Oh nein, jetzt ist sie verschwunden. Ein riesiger, finster Blick. Orgent. Yippie! Oh, wieso kriege ich denn da Hilfe? Ich will keine Hilfe. Das geht auch so total einfach. Oh, ich brauche doch Hilfe. Scheiße, jetzt hätte ich meine Attacke eben benutzen sollen. Okay, wir werden mal kurz ein bisschen... Lasst mich doch in Ruhe. Boah, geschafft. Und er guckt einfach zu und macht nichts, wo die ganzen mich angreifen. Das ist ja eine Frechheit. Gut, zum Glück sind die nicht so stark. Ich glaube, bei solchen Massenangriffen... Ja gut, da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Da hätte ich meine Attacke mit den Festhalten machen können. Die habe ich ja nur vorher benutzt. Das war dumm von mir. Also, wenn ich jetzt eins daraus lerne, dann behalte genau diese Festhaltattacke. Wie heißt sie nochmal? Suchende Wurzeln. Behalte suchende Wurzeln so lange zurück, bis du sicher bist, dass du sie brauchst. Oder so lange... wie du sicher bist, dass du sie nicht brauchst. Okay. Diese Hölle ist böse. Ihr solltet nicht hier sein. Aber ich habe sie verfolgt. Die Mörderin unseres Meisters. Ja. Ich fürchte, sie hatte ihre Hand im Spiel. Das glaube ich auch. Aber zuerst müssen wir von ihr fliehen. Benutzt den Flammenwerfer. Bahnt euch den Weg mit Feuer. Oh ja, Flammenwerfer klingt super. Flammenwerfer? Folgt mir und benutzt... Ja, wo ist denn der Flammenwerfer? Achso, vier. Ich hab vier. Okay. Oh, ich sollte es vielleicht behalten. Ja, wie benutze ich denn den Flammenwerfer? Ach so, ganz normal, okay. Wuhu, ich stehe auf Flammenwerfer. Aber der ist nicht so besonders doll. So, Kätzchen, du kannst schon mal den angreifen. Ein bisschen ablenken und ich kümmere mich um den anderen. Nee, ich kümmere mich doch nicht um den anderen. Irgendwie ist der Flammenwerfer doof. Gefällt mir nicht so besonders gut. Da hätte ich lieber eine Granate oder sowas. Obwohl er echt effektiv ist. Mega effektiv sogar. Hä? Bing? Was ist das denn? Ah, nee, nicht schon wieder solche kleinen vergiftenden, was weiß ich, Dinger. Doch, genau das sind sie. Okay. Das ist wie so kleine Käfer, finde ich immer.
Wir sind fast aus der Hütte raus. Na, wenn jetzt nicht noch was kommt. Dann weiß ich auch nicht. So kurz vor Schluss? Und? Ne, kommt nichts. Schade. Es wäre noch cool gewesen, wenn nochmal so etwas Großes kommt. War es das echt schon? Er bleibt stehen. Ja, ich gehe ja schon raus. Ist ja gut, ich gehe schon. So, dann geht's aber auch schon weiter. Und ich habe keinen Flammenwerfer mehr. Na, Gott sei Dank. Also der hat mir echt nicht gefallen, der Flammenwerfer. Der war nicht schön. Hat irgendwie keine Action gehabt. Kann man das so nennen? Action? Ach, da oben. Ich dachte, ich bin auf der anderen Seite. Irgendwie war da ein bisschen öde. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Puff und Knall erhofft. Schade. Naja, egal. So. Wo ist er denn? Ach, der lädt wahrscheinlich noch, ne? Lädst du noch? Na, dann lade mal zu Ende. Seid ihr verletzt? Nein, ich bin nicht verletzt. Aber ich kann schon mit dir reden. Das ist ja schon mal schön. In der Höhle gibt es eine Verbindung zwischen den Reichen. Wir haben sie vorerst geschlossen. Habt ihr Jin So-Yun bis hier verfolgt? Ich habe hier einen Bericht von Jigan. Die Schwarze Ramme ist in letzter Zeit so gut informiert, als hätten sie einen Spion unter uns. Ja, bestimmt dieser eine blöde Typ da, den ich überhaupt nicht leiden kann. Ich muss dringend zum Kohlebrennofen im Düsterschlackenwald. Überall brechen Kämpfe los. Denkt daran, Jian. Ihr müsst trainieren und zu Kräften kommen. Nur so könnt ihr Jin So-Yun besiegen. Genau. Da bin ich ganz deiner Meinung. Na, auf Wiedersehen. Dann geh mal. Klasse. Oh, wir haben ja ganz viele Quests. Das ist schön. Na, wer bist denn du? Ihr seid der Held des Bambusdorfes. Endlich kann ich euch persönlich kennenlernen. Mein Auftrag ist es, euch über Waffen zu unterrichten. Dieses Wissen wird euch auf eurem Wege gute Dienste leisten. Also hört gut zu. Das kann ich sogar sehr gut gebrauchen. Einige Waffen enthalten Fassungen, in der ihr Juwelen einsetzen könnt. Unterschiedliche Juwelen haben unterschiedliche Kräfte. Wenn sie kombiniert werden, wird die Kraft des Juwels auf die Waffe übertragen. So werden eure Fähigkeiten auf unterschiedliche Weise verstärkt. Öffnet mit diesem Übungsjuwel das Inventarfenster und klickt auf die Schaltfläche Ausrüstung verwalten. Okay, Ausrüstung verwalten. Schaltfläche I. Wo ist Ausrüstung verwalten? Achso. Jahresplan. Achso, das hier ist Ausrüstung verwalten. Und nun? Achso, jetzt muss ich mit dir reden erstmal. Haarausfall, mein Alter. Daran ist nur die Schwarze Ramme schuld. Ich sollte ein paar Buschbeeren essen oder etwas in der Art. Sollen angeblich vor Haarausfall vorbeugen. Achso, ich bin noch nicht fertig. Okay. So, öffne T. Juwel. T. Juwel? Nee. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, wie es geht. Um das Juwel in die Waffe einzusetzen. Öffnet das Inventarfenster. Wo ist denn? Wo steht denn Ausrüstung verwalten? Ja, extrahiert. Aber das blinkt doch, das muss es sein. Wieso kann ich da jetzt nichts machen? Ja. Hä? Ah, ich glaube, ich bin jetzt schon wieder voll überfordert. Das ist doch hier mit Gegenständen verbessern. Aber hier steht nirgendwo was von Ausrüstung verwalten. Was ist das denn jetzt? Lieber Opun, ich schreibe euch vergessenes... Achso, das ist nur so ein Brief. Okay. Das ist eine Quest. Ja, nehmen wir an. Das war jetzt nicht so wichtig. Okay. Ausrüstung verwalten und dann bestimmt auf die Waffe. Und dann? War vielleicht falsch. Okay. Das ist doch Ausrüstung verwalten. Und nun? Ich habe doch hier gar kein Juwel. Will er mich verarschen? Öffnet das Inventarfenster und klickt auf Schaltfläche verwalten. Verstehe ich nicht. Ausrüstung verwalten. Warum blinkt denn das hier? Sammelt Materialien. Mitglieder können Gegenstände. Mobil. Ich habe ein mobiles Lager? Nee, habe ich nicht. Okay. Sortiert. Ausrüstbar. Bagua. Das ist ja schön, dass man hier so machen kann. Was ist das? Klickt auf, um nur die Gegenstände.
um mit dem benötigten Gegenstand eine neue Fassung einzufügen. Juwelenhammer. Geht nicht. Dafür brauchen wir einen Juwelenhammer oder so. Ja, das ist jetzt aber schlecht erklärt. Hier blinkt das nur die ganze Zeit. Ja, und was soll ich dann machen? Keine Ahnung. Ich kann ja einfach mal den Stab des Phönix auswählen. Ja, und nun? Ja, das ist ja mega schlecht erklärt jetzt. Ja, das bringt mir alles nichts. Öffne das Inventarfenster und klickt auf die Schaltfläche Ausrüstung verwalten, um das Juwel in die Waffe einzusetzen. Ja, welches Juwel denn? Das hier? Nee, das ist der Sieger. Hier sind Juwelen. Warum sind die auf einmal weg, wenn ich darauf klicke? Achso, die sind nicht weg. Aber die kann ich auch nicht auswählen. Ah! Jetzt kann ich einen auswählen. Und wie mache ich das? Aha! Juwelen zur Verzierung. Okay. Aber trotzdem war das jetzt sehr eigenartig, dass ich das bestimmt nicht nochmal so hinkriege. Obwohl hier. Trainingssitzen. Okay. So. Na gut. Applaus! Ja, das passt perfekt. Lass uns nun das Juwel entfernen. Warum? Natürlich, wenn wir ein Juwel wiederverwenden möchten, entfernt es aus der Fassung und setzt es in eine andere Waffe ein. Diese Aktion könnt ihr über euer Inventar ausführen. Um ein Juwel aus eurer Fassung zu entfernen, zieht es in euer Inventar, klickt es mit der rechten Maus... oder es klickt mit der rechten Maustaste. So. Bestätigung der Entfernung. Ja, okay. Gut. So. Ja. Ah, okay. Gut, jetzt könnte ich das tatsächlich kapiert haben. Ich hab's geschafft. Ganz einfach, oder? Merkt euch nur diese drei Fakten über Fassung. Dankeschön, dass du mir das erklärt hast. Erstens, die meisten Waffen mit Fassung, die ihr finden werdet, werden versiegelt sein. Bevor ihr sie anlegen oder mit einem Juwel versehen könnt, müsst ihr sie mit dem entsprechenden Talisman entsiegeln. Zweitens, denkt daran, dass ihr eine Waffe nicht mit zwei Juwelen derselben Farbe versehen könnt. Drittens und letztens, vergesst nicht, dass das Entfernen eines Juwels aus der Fassung Geld kostet. Oh. Das Einsetzen kostet euch nichts, aber häufiges Herausnehmen wird teuer. Okay, das heißt, überlegen, was man macht. Das ist alles. Merkt euch einfach diese einfachen Regeln, dann könnt ihr eure Waffen mit euren Fähigkeiten um ein Vielfaches verstärken. Cool. Und nun zeigt den Feinden der Barmuswache, was ihr heute gelernt habt. Damit haben wir ja immer noch ein Juwel. Gegenstand der Opferung... Nee, achso, Gegenstand der Opferung ist das nur, es ist kein Juwel. Oder? Habe ich von ihnen jetzt ein Juwel bekommen? Nee. Gegenstand der Opferung ist das nur. Alles klar. Sehr schön. Ich habe Juwelen. Moment, habe ich jetzt ein Juwel übersehen? Habe ich vielleicht auch ein Juwel, das ich benutzen kann? Nee, leider nicht. Schade. Details. Das hier sah aus wie Suchen immer. Deswegen hätte ich nicht gedacht, dass man das überhaupt jetzt so... Ah, das kann ich aber machen. Aussehen ändern. Das sieht auch cool aus. Warte mal. Der sieht so aus. Der andere sieht cooler aus. Aussehen ändern. Das Aussehen angenähter Gegenstände lässt sich nicht ändern. Möchtet ihr den Stab anlegen und fortfahren? Moment, will ich das wirklich? Ja. Gut, jetzt sieht er so aus. Wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung. Wo hast du ihn denn jetzt? Zeig ihn doch mal. Den sieht man jetzt überhaupt gar nicht mehr. Ach, jetzt habe ich gar keine Waffe angesetzt. Das ist immer noch die gleiche Waffe. Das ist überhaupt nichts geändert vom Aussehen. Ja. Ich würde sagen, wir ignorieren das einfach mal. Da muss ich mich, glaube ich, nochmal genauer mit beschäftigen. Schönen guten Tag, Bujang. Feindselige Riesenkrabben. Warum straft mich der Himmel dermaßen? Oh Mann, was ist denn geschehen? Du bist ganz schön dünn. Muss mal ein bisschen was essen. Ich habe alles verloren. Mein Haus, meine Freunde, meine Familie. Mein Sohn und ich waren unten am Strand, als diese Teufel auftauchten und... Wäre ich nicht so schwach gewesen, würde mein Sohn vielleicht noch leben.
Ihr dagegen seht stark genug aus, um es mit den Bestien aufzunehmen. Helft ihr mir, meine Familie zu rächen? Aber na klar, ich werde mein Bestes geben. Habt vielen Dank. Ich gab der Bambuswache meine Harpunen. Mein Sohn lernte gerade, sie zu benutzen. Bitte geht mit den Harpunen an den Strand und bringt so viele dieser Monster um, wie ihr könnt. Die Riesenkrabben sind die gefährlichsten Feinde, die es gibt. Was sie angesichtet haben, ist unbeschreiblich. Was gibt's denn da? Da gibt's wieder Bällchen. Wofür ist das überhaupt? Achso, das ist zum Regenerieren der Lebenspunkte. Alles klar. Ja, na gut. Kann man ja immer mal gebrauchen. Und was willst du? Dieses Dorf ist am Ende. Hier finden wir niemals Kundschaft. Ich habe euer Tagebuch gefunden. Mein Tagebuch. Ich dachte, es wäre für immer verloren. Das ist der Schlüssel meiner Zukunft. Ihr, habt es doch nicht gelesen, oder? Nein. Natürlich nicht. Sowas mache ich nicht. Hier ist doch noch was Blaues. Ah. Gutai. Jinwaru hat mir durch eine Brieftaube angekündigt, dass ihr vorbeikommen würdet. Wie geht es? Wie geht es ihr? Hat sie von ihr mir gesprochen? Nee, hat sie nicht. Wirklich. Sie sagte mir, dass sie mich hier treffen wollte, aber dann wurde sie versetzt und... Ach, egal. Wir haben ein echtes Problem hier. Seit ein paar Wochen entführen die zwielichtnatten Bergarbeiter in der Düsterschlacke. Ja, da sind, ist doch eine Typ vorhin hingegangen. Durchhuhn, oder wie auch immer heißt. Ich kann das immer nicht so merken. Ich werde nie verstehen, warum die Leute dem Kohlebund beitreten. Harte Arbeit, miese Bezahlung. Und dann wird auch noch alle paar Wochen jemand überfallen und entführt. Das ist doch verrückt, oder? Keine Ahnung, was in der Bucht des Wahlgesangs, was sie in der Bucht des Wahlgesangs denken, dass ich tun soll. Tut mir bitte einen Gefallen und begebt diesen Bericht an Bujong in der Düsterschlacke. Die ist ganz scharf auf solche Missionen. Okay, kein Problem. Aber ich habe hier vorher noch einiges zu erledigen. Oh, momentan haspel ich ab und zu mal ein paar Wörter durcheinander. Denn ich habe das Gefühl, ich fange ab und zu mal ein bisschen an zu nuscheln. Du siehst ja auch schick aus. Ach, das ist das Outfit von Zenrafin, das rote, das ich auch hätte nehmen können. Das gefällt mir aber ehrlich gesagt nicht ganz so gut, obwohl ihr steht das echt gut. Da kann man nichts gegen sagen. Sie ist der Typ dazu. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.